Villeneuve hat also keine zweite schnelle Runde mehr gefahren. Auch er somit erst mit 3 Runden dabei. Michael realisierte bereits 1:15.3. Jetzt sollte es ein Pfiff schneller gehen. Die besten 1:15.2. Also im ersten Run of the Top-Zeit dürfte sogar Platz 1 drin liegen. 0,081 der Rückstand, marginal. Jetzt sogar 2 Zehntel Vorsprung, also es läuft gut bei Michael. Absolute Bestzeit in Sektor 2. Coulthard auf Abwägen und Michael Schumacher kommt durch diese Schikane zu Start und Ziel bzw. Ziel Lycée und 14,5 Bestzeit, 0,6 Sekunden und hinter dem Strich sehen wir 5,48, das ist besser als die 5,96 von Villeneuve. Das ist die schnellste Runde des bisherigen Grand Prix von Frankreich 97. Schumacher, Wurz, Alesi, Irvine,